herzlich willkommen bei der 32. Folge von Nit & Shine. Ich freue mich sehr, dass du wieder hierher gefunden hast und dass dich wieder interessiert, was ich in den letzten Tagen so gestrickt und gehäkelt habe. Ja, diesmal ist nicht so viel fertig geworden, denn es war bei manchen Dingen ein bisschen der Hund drinnen, wie man bei uns sagt. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland oder in der Schweiz auch so sagt. Es ist mir manches nicht so richtig geglückt und ich habe viel herumexperimentiert und probiert und dann wieder aufgetrennt. Also ist nicht so viel fertig geworden wie normalerweise, obwohl ich viel gestrickt habe und gehäkelt auch ein bisschen. Ja, so ist es halt manchmal. Ich freue mich über alle neuen Abonnenten und auch über die alten. Natürlich, ihr wisst schon, jetzt ist nicht wirklich das Alter gemeint, aber dass ihr halt schon lang dabei seid und mich schon lange anschaut. Und danke auch wieder für die vielen netten Kommentare, die ich bekommen habe und ich habe mich sehr darüber gefreut. Ja, was habe ich heute an? Das ist ein Pulli, den ich vor circa 2 oder 3 Jahren gestrickt habe. Und ich stehe mal kurz auf dazu. Also, ihr seht schon, dass die Farbe sich ein bisschen verändert. Er ist ungefähr so lang und schön locker geschnitten, ein bisschen oversized. Hat recht lange Ärmel und ist aber aus Baumwolle gestrickt. Ich habe diese Anleitung von Junghans gefunden und ich zeige dir da jetzt mal, wie es im Original aussieht. Auf einem jungen, hübschen Model sieht das natürlich noch besser aus. Und wie ihr feststellen könnt, ist der Farbverlauf umgekehrt. Also bei ihr ist es oben pink und unten orange und bei mir ist es anders gekommen. Ich habe da nicht so drauf geachtet und deshalb ja, ist der Farbverlauf jetzt anders. Das ist nämlich die Pinta, so heißt dieses Garn. Dieses Orange-Pinke und das andere ist die Cotonia 2, beides von Junghans, wie gesagt. Diese Anleitung bekommt man, wenn man dort entweder Mitglied ist bei diesem Junghans-Club oder sich eine Flatrate herunterlädt. Dann zahlt man für ein Jahr, so viel ich weiß, und kann sich in diesem Jahr so viele Anleitungen herunterladen, wie man möchte. Oder man wird Clubmitglied, dann ist es, glaube ich, nur einmalig. Und ja, das ist in Teilen gestrickt, aber ganz gerade. Es ist auch kein Halsausschnitt, nichts. Das ist alles ganz gerade, so ein U-Boot-Ausschnitt. Und die Ärmel sind schon ein bisschen, sie werden schon ein bisschen enger gegen das Bündchen hin. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz einfach zu stricken. Man strickt ja unten nur glatt rechts, also ich zeige es dir da an dem Ärmel, dieses Stückchen wird nur glatt rechts gestrickt, dann kommt ein Stückchen mit kleinen Löchern und schließlich ein Stück mit größeren Löchern, sowohl an den Ärmeln als auch an den Oberteilen. Das habe ich ein bisschen verändert, soweit ich mich erinnern kann, denn diese Löcher wären im Original noch größer gewesen und das wollte ich nicht. Es sieht zwar hier nicht wirklich so aus, aber man hätte sie noch größer gestrickt. Ja, so sieht man das vielleicht. Und das hat mir dann nicht so gefallen. Ja, insgesamt bin ich sehr zufrieden und es ist ein richtig schöner Übergangspulli, weil er aus Baumwolle ist, auch im Sommer noch zu tragen. Und ich habe halt damals noch nicht so drauf geachtet, dass ich nur Bio-Baumwolle kaufe. Darum verstricke ich auch nach wie vor meine Vorräte, die normale Baumwolle sind. Was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Gestrickt habe ich ihn, glaube ich, mit den Bündchen mit Nummer 3 und den Rest mit 3,5 oder 4. Es steht da angegeben 3 bis 4. Aber ich habe das Projekt gerade erst jetzt angelegt, also ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, welche. Ich denke, 3,5 müsste es gewesen sein. Sieht so aus. Ja,
Also, und der heißt, der hat übrigens keinen Namen, sondern ist die Nummer 010-9. So findet man ihn. 010-9. Ein namenloser Pullover. Bei mir heißt er Marine Orange Pinker Pulli. Wenn du ihn in meinen Projekten suchst, so wie bei allen anderen, verlinke ich sie unter diesem Video und ihr könnt von der Ravelry-Seite meistens direkt auf die Anleitung kommen oder es steht zumindest dort, wo man die Anleitung finden kann. Ja, dann zeige ich dir, was noch fertig geworden ist. Und zwar das, was jetzt kommt, das habe ich euch leider letzte Folge unterschlagen. Es war so viel, dass ich mich auf das schon wieder ganz vergessen hatte. Und zwar ist das mein Tuch Solar Flares, das so aussieht. Also diese Anleitung gibt es bei Drops, heißt wie gesagt Solar Flares. Und das habe ich, glaube ich, ziemlich genau nach der Anleitung gestrickt. Ja, die Wolle ist Sockenwolle, die ich selbst gefärbt habe. Und finde ich jetzt auch sehr schön in dieser Frühlingszeit. Macht das auch richtig gute Laune. Ich hänge es mal kurz um, obwohl es jetzt zu dem Pulli. Naja, es wird gehen. Nein, es passt nicht so wahnsinnig gut. Aber ich habe so eine mintgrüne Jacke. Zu der kann ich das dann gut tragen. Ja. Also das war ganz einfach zu stricken eigentlich. Man beginnt ja hier mit ein paar Maschen, strickt nur kraus rechts, hat dann in einem gewissen Abstand immer Löcher zu stricken. Und nachdem dies eine Gratis-Anleitung ist, denke ich, verrate ich da hier nicht so viel, dass diese Löcher einfach dadurch gebildet werden, dass man immer einen Umschlag strickt und dann zwei Maschen zusammenstrickt. Ja, ich habe das so lang gestrickt, bis mir die Wolle eigentlich ausgegangen ist. Da ist fast genau 100 Gramm drinnen, ein ganzer Strang. Und seitlich diese Zunahmen sind dann so gemacht, dass man immer ein KFB strickt und dazwischen auch einen Umschlag. Dann entsteht da auch so eine kleine Lochreihe am Rand, wenn man das so sehen kann. Ja, und bei diesen Lochmustern, da genau nimmt man auch zu. Da strickt man, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie, auf jeden Fall wird da auch zugenommen. Und insgesamt ergibt das so ein langes Tuch, das nicht besonders tief ist und das mag ich ja wie gesagt lieber als diese ganz tiefen Tücher. Okay, Solar Flares, das erste fertige Projekt, das ich euch zeige. Und das zweite sind jetzt passend zur Jahreszeit meine Kirschblütensocken. Die waren ja letztes Mal schon fast fertig. Einer und auch der zweite. Man sieht, die sind nicht gleich vom Farbverlauf her. Aber das ist beabsichtigt, denn sonst hätte ich so viel abwickeln müssen und es wird dann meistens eh nicht zu 100% gleich und das stört mich dann noch mehr, als wenn ich es gleich ganz anders mache. Also wenn, dann muss man es wirklich sehen, dass es beabsichtigt ist und das ist sich auch so schön ausgegangen. Ich glaube, ich habe ein bisschen abgewickelt, dass ich dann wieder da ganz anders beginnen konnte. Das ist eine Anleitung von Tanja Steinbach, die es kostenpflichtig gibt auf Ravelry. Man bekommt damit auch zugleich noch zwei andere Anleitungen, zwei andere Sockenanleitungen und ein gewisser Teil, ich glaube 2 oder 3 Euro davon, gehen auch an eine wohltätige Organisation, sodass man auch gleich ein bisschen was Gutes tun kann. Wer mir auf Instagram folgt, dort heiße ich übrigens auch Knitentschein, hat schon gesehen, dass ich sie in meinem Kirschbaum fotografiert habe. Und ich werde ein Foto des Kirschbaums hier noch einmal einblenden. Denn ich schaue jetzt hinter der Kamera genau auf diesen tollen Baum, den ich im Garten stehen habe und der wirklich jetzt in voller Blütenpracht dasteht. Das ist eine wahre Freude, ihn zu sehen. Und als ich die Socken drin fotografiert habe,
waren auch so viele Bienen da. Das war vor 2 oder 3 Tagen. Es war so schön warm. Der einzige Tag, an dem es halbwegs warm war, wieder bei uns. Und es waren Unmengen von Bienen drauf. Und ich hoffe, dass sie meinem Kirschenbaum auch gute Früchte gemacht haben. Ja. Diese bunte Wolle ist die Opalwolle vom Opal-Abo. Und die weiße ist, glaube ich, war vom Hofer. Eine No-Name-Sockenwolle. Sie sind mir leider ein bisschen zu groß. Und ich kann sie mir aber noch einmal stricken, weil es ist mir mehr als 50 Gramm von der Opalwolle übrig geblieben. Und ich glaube, ich werde mir genau die gleichen noch einmal stricken und die kommen in meine Spendenbox. Die sind mit 64 Maschen oben angeschlagen. Und das passt hier ganz gut, muss ich sagen. Da oben dürfte es nicht enger sein, weil durch das Colorwork zieht sich's noch ein bisschen eng zusammen. Ja, ich zeig dir das nochmal groß. Aber hier um die Ferse herum ist es schon schlapprig und auch am Fuß und auch ein bisschen zu lang leider geworden. Also, ich stricke es mir noch einmal für mich selbst. Und apropos Kirschblüten, du siehst ja da schon hinter mir, habe ich auch ein Foto von einer Kirschblüte hingehängt. Und bevor ich aber über dieses Foto spreche und über den Bibelvers, der da drauf steht, muss ich euch leider noch was Trauriges mitteilen. Vielleicht haben es die einen oder die anderen ohnehin auch schon gehört oder gelesen. Ihr wisst ja, dass ich ein großer Fan bin oder war von Fruity Knitting, diesem englischsprachigen Podcast, der von einem australischen Ehepaar produziert wurde, die in Deutschland leben, aber auf Englisch diese Videos gemacht haben über Stricken und viel, viel drumherum. Und Andrew, der Ehemann, ist im September, glaube ich, hat er die Diagnose bekommen, Gehirntumor. Und sie haben zwei, drei Videos gemacht, wo sie berichtet haben, wie es ihm geht und wo man auch gesehen hat, dass er in einer Klinik ist, in einer Spezialklinik, wo er die beste Behandlung bekam, die man heute nur finden kann. Aber vor ein paar Tagen habe ich die Nachricht bekommen, dass er gestorben ist. Ja, wieder so ein plötzlicher Todesfall. Ich weiß nicht, ob sie auch schon. Nein, ich glaube, sie hat es nur an die Patrons ausgesandt und ich bin einer von diesen Unterstützern. Ja. Und es trifft einem immer so direkt ins Herz, wenn ein relativ junger Mensch, ich glaube, er war kurz über 50, dann abberufen wird. Und es ist natürlich ein Schock für alle und für die Familie ganz besonders. Und ich möchte auch hier auf diesem Wege, ich weiß nicht, ob, nein, sie wird es nicht sehen, aber ich spreche hier der Ehefrau der Andrea trotzdem mein Beileid aus und wünsche der Familie viel Kraft. Und ja, was soll man sagen? Es ist sicherlich auch eine schwierige Entscheidung jetzt, wenn die restliche Familie in Australien lebt. Also, naja. Auf jeden Fall zeigt uns das wieder, wie plötzlich es gehen kann und wie gar nichts sicher ist hier auf dieser Welt. Und mich macht es auch immer so betroffen, weil in unseren Breitengraden das Thema Tod so ein Tabu ist, ja, und vor allem, wenn jemand erkrankt ist. Auch mein Bruder ist vor vielen, vielen Jahren an Krebs gestorben. Und es war ganz, ganz schwierig, mit meiner Familie drüber zu sprechen. Ich war damals schon gläubig und ich wusste, es ist wichtig, dass man sich vorher mit dem Thema beschäftigt, dass man vorher darüber nachdenkt, wo man hingeht, wo man die Ewigkeit verbringen will. Und es hat immer nur geheißen, nein, nein, sei still, red nicht drüber. Und ja, heute bin ich nicht mehr so still. Heute rede ich drüber. Und deshalb möchte ich es auch so mit in die Welt hinausrufen.
was zum Beispiel hier auf diesem Bibelvers draufsteht. Ja, hier steht, darin ist die Liebe Gottes unter uns erschienen, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben können. Und wir wissen, dass Gottes einziger Sohn Jesus Christus war. Wobei ich dazu sagen muss, man darf sich ja das nicht so vorstellen wie einen leiblichen Sohn mit einem leiblichen Vater, sondern eigentlich ist Gott selbst als Mensch auf die Welt gekommen. Und damit wir uns das besser vorstellen können, hat er gesagt, er ist der Sohn. Ja, und dieser Sohn, dass Jesus wirklich auf der Erde gelebt hat, das ist eine unumstrittene Tatsache, ja, das geben alle Historiker zu. Dass er auferstanden ist, haben auch damals 500 Leute bezeugt oder mehr sogar, sagt uns die Heilige Schrift, sagt uns die Bibel. Dazu habe ich schon einmal in meinem allerersten Video Stellung genommen, kann man sich nochmal anschauen. Und Jesus hat auch einen anderen sehr, sehr interessanten Satz gesagt, nämlich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Also das bedeutet, er spricht von einem Leben nach dem Tod. Er sagt, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und wer an ihn glaubt, wird dieses Leben nach dem Tod haben. Ja, nun, was heißt das, an ihn glauben? Einfach glauben, dass er gelebt hat? Nein, das ist natürlich nicht genug. Sondern ich habe mir da mal vor einigen Jahren viele Bibelstellen rausgesucht, die sich alle damit beschäftigen, warum Jesus gestorben ist. Und ihr seht diese vielen rosa Post-its, die alle mehr oder weniger das Gleiche sagen. Und eine Stelle davon möchte ich dir vorlesen. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von der Schuld befreit hat. Und das finde ich so schön, dass Jesus uns ein Geschenk damit gemacht hat, dass er am Kreuz für uns gestorben ist und uns dadurch von unserer Schuld befreit hat. Und das bedeutet, an ihn zu glauben, dass er uns die Sünden vergeben hat. Ja, und somit zeigt uns der Kirschenbaum mit seinen Blüten auch jedes Jahr ein neues Leben. Neue Blüten, neue Früchte. Und das möchte ich dir eben weitergeben und dir wünschen, dass du auch so eine neue Frucht sein kannst. Ja, dass du dir jetzt schon Gedanken machst, wo du die Ewigkeit auch verbringen willst. Das war jetzt ein bisschen ein längerer Exkurs in meinen christlichen Glauben und ich hoffe, du bist noch dabei und du bist jetzt gespannt, was ich dir noch an strickigem Zeug zeigen will. Denn ich habe ja gerade erst begonnen eigentlich. Ja, das zweite, was hier fertig liegt, hast du nämlich eigentlich auch schon letztes Mal gesehen. Das sind die letzten Socken von der Sock Madness. Ich zeige sie dir nur deshalb noch einmal, weil sie jetzt erstens gewaschen sind und geblockt und man das Muster, glaube ich, jetzt schöner sieht. Mit den Perlen oben. Und ich habe die Spitze verkürzt. Ja, also es ist genau ausgegangen, dass ich bis hierher, wo das Muster eigentlich zu Ende ist, aufgetrennt habe und dann gleich mit den Spitzenabnahmen begonnen habe. Und jetzt passen sie mir. Jetzt bin ich auch mit der Farbe etwas versöhnt. Und vor allem habe ich mir noch etwas dazu ausgedacht, was ich später dann noch zeigen möchte, warum ich mir diese Socken jetzt doch behalte. Vorher aber noch ganz kurz, was da noch fertig liegt, ist ja der Fleurist, den ich euch letztes Mal auch schon gezeigt habe. Aber ich denke, die Kirstin von Quickstrick hat den heute auch gezeigt. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Also hier nochmal in Natura mein Fleurist. Allerdings leider noch immer ohne Knöpfe. Ich habe euch erzählt, was meine Gedanken waren so zum Thema Knopfkauf und hatte damals gehofft, dass die Geschäfte bei uns nächste Woche schon wieder aufsperren und ich wirklich Knöpfe aussuchen kann. Dann wurde aber der Lockdown immer wieder weiter verlängert und jetzt wird frühestens in
eineinhalb Wochen wieder aufgesperrt. Und jetzt wollte ich nicht mehr so lange auf Knöpfe warten und habe mich entschieden, doch welche im Internet zu bestellen. Ich musste keine 300 bestellen, so wie ich letztes Mal gesagt habe, sondern ich habe 20 bestellt. Und Entschuldigung für das Rascheln. Ich versuche da gerade mal einen rauszuholen. Ich habe gesagt, ich will... Ja, ich krieg's nicht auf. Ich will so... Ich bin gleich wieder da. Ich will so Perlenknöpfe. Und ich habe Perlenknöpfe bestellt. Ja. Aber erstens sind sie zu klein und zweitens ist genau das eingetreten, was ich befürchtet habe, nämlich dass die Farbe nicht richtig passt. Weil dieser Fleurist nicht wirklich rein naturweiß ist, sondern so ein bisschen einen. Nein, wie soll. Kann ich das jetzt zeigen, ohne dass die Perle darunter fällt? Ja, ich muss sie mit einer Hand halten und mit der anderen. Wie wohl es so? Genau. Dass das zu weiß ist, finde ich. Ja, so sieht man es vielleicht ganz gut. Die Wolle ist eine Spur gelblicher oder rosiger oder orange. Einfach so einen Stich. Und diese Perle ist, obwohl sie perlmuttfarben ist, doch zu weiß. Und zu klein. Ja, ich werde jetzt doch warten, bis die Geschäfte wieder aufsperren und mit der Jacke zum Geschäft gehen. Und dann hoffentlich passende Knöpfe dafür finden. Ja, das wären soweit die fertigen Sachen und jetzt kommen wir zu denen, die ich auf der Nadel habe, beziehungsweise die ich wieder aufgetrennt habe. Nämlich, das erste, was ich aufgetrennt habe, war dieser Polsterbezug, den ich stricken wollte. Aus dieser schönen Wolle vom Knit Crit Abo, weiß jetzt gerade nicht, welches Monat das war. Die nennt sich wieder Lana und ist Schurwolle, Leinen und Seide, glaube ich. Ist eigentlich sehr, sehr angenehm, weich. Und erstens einmal habe ich das Problem, habe ich mir gedacht, dass ich weiß nicht, ob ich die mit der Maschine waschen kann. Und wenn ich die als Polster verwende, hier für meine Couch, dann liege ich ja doch immer wieder drauf und habe dann das Make-up oder das Rouge im Polster und muss die relativ häufig waschen und wenn das nicht mit der Maschine geht, mag ich das nicht. Andererseits hätte sie mir nicht gereicht für zwei Polster und was entsprechendes, könnte ja in einer anderen Farbe sein beim zweiten Polster, aber ja, insgesamt war ich dann so unzufrieden, dass ich es wieder aufgetrennt habe und dann habe ich gesucht, was mache ich aus dieser schönen Wolle. Und habe mich entschieden, den Laia anzuschlagen von der... So, heute ist auch da irgendwie der Hund drinnen. Nein, jetzt hatte ich gerade eine volle Speicherkarte und dadurch hat das Video abgebrochen. Vorhin, bevor ich angefangen habe aufzunehmen, hatte ich dauernd einen Stromausfall. Also es ist immer ein FI-Schalter runtergefallen. Und ich weiß nicht wirklich, was es war. Ich habe jetzt einiges ausgesteckt. Was jetzt wirklich der Fehler war, ist jetzt funktioniert es zumindest wieder. Und ich hoffe auch jetzt dieses Video aufnehmen bis zum Schluss. Denn ich habe jetzt schon ziemlich viel weiter gesprochen gehabt, bevor die Kamera abgebrochen hat und ich festgestellt habe, dass da nur die Hälfte drauf war. Aber ich habe ohnehin viel zu viel herumgequatscht und es wäre wieder elendslang geworden. Ich bemühe mich jetzt, mich kürzer zu fassen. Wir waren beim Laia und ich habe jetzt nachgeschaut. Es ist die Isabel Krämer. Von ihr ist dieses Design. Ich glaube nicht, dass ich jetzt schon erzählt habe, dass ich leider die falsche Größe angeschlagen habe. Also auch da habe ich gepfuscht, denn keine Ahnung, warum ich Größe 4 angeschlagen habe. Ist mir eigentlich viel zu weit. Außerdem muss ich mit der Wolle auch sparen, denn ich habe nur 200 Gramm und das sind insgesamt 300,
Nein, es sind dann zusammen um die 200, 720 Meter oder so. Und das würde sich gerade für Größe 1 ausgehen. Also ich hätte maximal Größe 2 stricken dürfen, wenn ich es nicht so lang haben wollte. Egal, ich schaue jetzt, wie weit ich komme. Ich werde jetzt. Ich habe jetzt. Ist, nein, nein, nochmal. Nach diesem Lace-Muster hätten noch einmal sehr viele Maschen zugenommen werden müssen. Das habe ich nicht getan, sondern ich habe so viele nur zugenommen, dass ich jetzt bei einer Größe 2 gelandet bin. Und als nächstes werden jetzt die Ärmel abgetrennt und dann werde ich es mal probieren. Und ich werde es nicht noch einmal auftrennen, dieses ganze Lace-Muster. Es ist zwar nicht sehr schwierig, aber trotzdem, ein paar Stunden Arbeit sind da auf jeden Fall drinnen. Ja, habe ich gesagt, dass das die Wolle vom Knit Create Abo ist, diese Vidalana Leinenwolle Seide. Ja, glaube ich, habe ich schon vorhin gesagt. Kurze Wiederholung: Nadeln 3,5, Bündchen 3,25. Die Maschenprobe stimmt. Fast. Also, ich müsste jetzt ungefähr auf die richtige Größe kommen. Schauen wir mal, wie das wird. Dann habe ich da noch drinnen meinen Medina-Pulli. Und zwar ist da das Rückenteil jetzt fertig. Das heißt, fast das ganze Rückenteil, denn es kommt seitlich noch was dazu. Das ist jetzt so ein Quadrat. Es ist nicht gespannt, es ist nicht gewaschen. Es ist auch kein Quadrat, Entschuldigung, sondern ein Rechteck. Das ist unten, da sind ein paar Reihen noch dran gestrickt und es werden auch seitlich noch Teile dran gestrickt. Das kommt dann, glaube ich, so gemeinsam mit dem Ärmel, werden dann Vorderteil und Rückenteil so verbunden. Und die Ärmel, Vorderteil und Rückenteil, werden oben verbunden und als Raglan fertig gestrickt. Glaube ich zumindest, was ich so gesehen habe. Ich habe jetzt ein Vorderteil begonnen. Und zwar wird das auch so ein halbes Quadrat, also. Da kommt dann das zweite Vorderteil dazu. Das wächst jetzt mal hier an den drei Seiten. Und schließlich kommt auch unten noch so ein kleines Stück dazu, dass es die richtige Länge kriegt. Ja, das wächst auch so langsam vor sich hin und glaube ich, wird auch ganz schön, wenn es irgendwann mal fertig wird. Aber das ist halt so, wenn man so viele Sachen gleichzeitig macht. Ja, weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, denn dann irrt man sich auch. Also ich zumindest, ja. Dann kommt eben dazu, dass ich hier die falsche Größe anschlage. Aber andererseits juckt es mich auch immer so in den Fingern. Es gibt so viele schöne Sachen und so viele schöne Wolle und da will man alles ausprobieren und alles weitermachen. Und ja, woran ich weitergemacht habe, was ich ja versprochen habe, dass ich euch eine Anleitung schreiben werde für ein Tuch. Und ich glaube, ich werde es jetzt nicht schreiben, sondern filmen. Ich habe schon das meiste davon gefilmt. Also ihr kriegt ein Video-Tutorial von mir zu meinem Tuch, das sich nennen wird Pink Joy. Und so schaut es jetzt aus. Ja, so sieht man auch ganz gut das Lace-Muster. Also diese kleinen Vs sind Löcher. Und es hat aber auch am Rand so ein löchriges Muster, wenn ich mich da ein bisschen kleiner mache. Es sind keine richtigen locker Löcher, aber das Strukturmuster ergibt so feine Löcher am Rand, rechts und links. Und ich denke, ich werde das oben als Abschluss auch noch machen. Also soweit ist mein Tutorial noch nicht, aber ihr könntet schon mal beginnen. Also wen es interessiert und wer schon beginnen möchte, obwohl es noch nicht ganz fertig ist, kann mir schreiben, dass ich das Video schon jetzt draufstelle. Es wird eben Pink Joy heißen, weil es wirklich Freude macht, das zu stricken. Und ich habe es versucht, möglichst einfach zu machen. Der Rand ist ein bisschen kniffelig, aber wenn man es einmal raus hat, dann geht es auch. Und ansonsten ist da außer diesen Vs, diesen Loch-Vs, noch so ein Knubbel drinnen. Seht ihr das? Das ist aber kein Bobbel in dem Sinn, sondern das wird anders gemacht, indem ein paar Maschen einfach verdreht werden. Wie das genau gemacht wird, erkläre ich dir in diesem Video.
Die Wolle, die ich verwende, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist ja eine Mischung aus Babykamel und Maulbeerseide und hat eine Lauflänge von 466 Metern auf 100 Gramm, ist also relativ dünn. Ich stricke das auf Nadel Nummer 4 und die ist ja sehr, sehr weich und angenehm zu greifen. Ja, und wer das nachstricken möchte, also ich werde es, weiß ich nicht, schreib mir, ob du es jetzt schon willst oder ob du warten willst, bis es ganz fertig ist, dass ich es dann auf YouTube stelle und dann könnt ihr das gerne nachstricken. Ja, da habe ich auch ziemlich lange herumprobiert, denn vielleicht ist dir aufgefallen, dass es das letzte Mal anders ausgesehen hat. Also ich habe es immer wieder aufgetrennt und neu gestrickt, bis ich damit zufrieden war. Jetzt scheint so, als würde es passen. Und wo ich noch herum experimentiere, das ist ein Kleid. Nämlich ein Kleid aus Sockenwollresten. Und deswegen heißt es auch Restekleid. Auf Ravelry habe ich das schon eingestellt. Allerdings die Hauptfarbe ist kein Sockenwollrest, sondern ist dieses Grau. Und dieses Grau, wie ihr seht, ist das auch schon mal neu gewickelt, kommt normalerweise in so einem Knäuel daher, ist eine Merino Cotton von Austermann. Und das ist jetzt Bio Baumwolle, Organic Cotton und auch GOTS zertifiziertes Merino, also aus 100% Mulesing frei oder geschorenen Schafen. Die ist nicht so weich wie eine richtige Merino-Wolle, aber auch nicht so fest wie Baumwolle. Aber sie ist ein bisschen rauer als echte Baumwolle. Deswegen lässt sie sich, finde ich, nicht ganz leicht verstricken. Also es zupft ein bisschen, rutscht nicht ganz so leicht durch die Finger, aber es geht. Und ja, ich hatte es schon mal gewickelt, denn es war schon mal was anderes. Ich hatte auch da viel herum experimentiert. Ich wollte zuerst einen Rock draus machen und dann habe ich mit Mustern experimentiert. Schließlich habe ich es aufgetrennt und gewaschen, damit es wieder glatt wird, die Wolle, und neu gewickelt. Und jetzt ist es bis jetzt so weit. Also der Kragen und dann diese bunten Streifen sind aus Sockenwolle, Restewolle und dazwischen ein kleines Lesmuster. Dieses Lesmuster wird sowohl in der Breite als auch in der Höhe immer weiter werden, immer breiter. Ja? Und es soll natürlich jetzt auch ganz stark in die Breite wachsen, damit mir über die Schultern geht. Und ich stricke das Ganze freischnauze. Ich habe mir auch nichts aufgeschrieben dazu. Und ich hoffe, dass es was wird. Denn auch die Dinge, die ich stricke nach Anleitungen, die werden auch nichts. Also dieses Mal zumindest zeige ich dir gleich, wo ich dann noch herum experimentiert habe. Also, und das Lustige finde ich ja daran, dass ich da auch viele Socken dazu habe. Nämlich zum Beispiel aus diesem Knäuel habe ich Socken von dem. Das ist auch in meinem Überraschungstuch drinnen. Genauso wie das. Das ist ein Rest von der Opalwolle. Und auch das war mal ein Opal-Abo und das ist eine Drops-Fabel. Und auch das waren, glaube ich, beides von Opal. Und ihr seht schon, das Farbschema, mit dem ich bleibe, ist dieses rosa, pink, orange, bisschen blau, bisschen türkis, bisschen gelb und vor allem auch die selbstgefärbte von meinen All the Bees Socken. Die ist ja gleich als zweites da drinnen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das wird. Keine Ahnung. Aber momentan habe ich so diese, ja, habe ich schon gesagt, Experimentierphase, wo auch leider viel gerippelt werden muss. Und das ist aber so, soll so ein Übergangskleid werden, ja. Also durch diese Baumwolle und dieses Lochmuster wird das nicht ganz so warm wie reine Schurwolle. Und ja, bin schon mal gespannt, wie das wird, wie das weitergeht.
Ja, wo ich weitergemacht habe, auch was jetzt nach Anleitung ist und was dann hoffentlich auch was wird, was schön wird, ist der U von der Mary Wallin. Ihr kennt ja schon dieses Rückenteil, das jetzt schon ein paar Wochen fertig ist. Und ich habe jetzt auch das Vorderteil angeschlagen. Ach, das ist das Bündchen mit so kleinen Zöpfchen. Und auch da war der Hund drin, denn auch da habe ich dann gemerkt, als ich fertig war, dass ich die Hälfte der Zöpfchen in die andere Richtung hätte drehen sollen. Aber egal, das lasse ich jetzt so, das trenne ich nicht nochmal auf, das wird niemandem auffallen. Die letzte Runde habe ich halt dann in die richtige Richtung gezopft, weil sich dann das Muster eben in die eine oder die andere Richtung weiterentwickelt. Ja, das wird der Ju und der muss nicht vor dem nächsten Herbst oder Winter fertig werden. Aber ich möchte dranbleiben und immer ein bisschen weiter machen. Dann habe ich auch ein bisschen gehäkelt. Ja, ich tue jetzt mein Raschen. Und zwar habe ich an dem Tukan weiter gehäkelt. Der ist jetzt auch fast, nein, noch nicht ganz fertig, aber der Körper schon. Hier kommt mal der Schnabel und der Kopf mit den Augen und der Körper. Und ihr seht, der Tukan schläft. Er hat zwei schlafende Augen und einen schönen bunten Schnabel. Und er bekommt auch noch Federn. Davon habe ich mal eine Schwanzfeder fertig. Ja, die kommt dann da so hinten dran. Die zweite ist noch nicht fertig. Dann kommen auch noch zwei Schwanzfedern in Rot und schwarze Beine kriegt er noch. Und der kann wirklich sitzen. Wo zeige ich euch das? Da, so. Der fällt nicht um, wenn man ihn zumindest ein bisschen schief hinsetzt, denn ich habe ihm unten Kieselsteine reingetan, dass er unten schwerer ist. Und den Rest mit Füllwatte gefüllt. Und ja, keinen Reis oder so, weil das beginnt ja zu leben, wenn es feucht wird. Deshalb sind die Kieselsteine besser. Und sie sind auch nicht so hart wie ein ganzer Stein. Also man kann da trotzdem eine über den Kopf ziehen. Das eignet sich gut, ja. Wenn jemand nicht brav ist und es tut nicht weh. Genau, den wird meine kleine Enkelin bekommen. Obwohl die ist immer brav. Naja, sage ich. Und ja, das Buch habe ich euch das letzte Mal schon gezeigt, aus dem ich das stricke. Das kann ich euch nochmal zeigen, wenn er fertig ist. Und das Besondere sind diese festen Maschen, die hier anders gestrickt werden als normalerweise. Nämlich indem man die Häkelnadel, also den Faden mit der Häkelnadel von oben nimmt, nicht von unten wie normalerweise. Und dadurch sieht das ein bisschen anders aus. Und die Maschen laufen auch schöner, fast gerade hinauf. Ja, da sieht man es auch ganz gut. Nur ein bisschen schräg, denn bei normalen festen Maschen, finde ich, laufen sie noch viel schräger. Das sieht schöner aus, ja. Also, der Tukan wird auch bald fertig sein, gell? Ja. Okay, woran habe ich noch herumexperimentiert in den letzten Wochen? An einem Kleidungsstück für meine Enkelin aus einem der beiden Klompe-Lompe-Bücher. Das habe ich euch ja letztes Mal ausführlich in die Kamera gehalten und beschrieben. Und heute habe ich auch den ersten Band hier. Und das letzte Mal habe ich euch ja gezeigt, dass ich dieses Kinderkleid, dieses Sommerkleid Tilda, begonnen habe zu stricken. Aber das gibt es nicht mehr. Das ist auch schon wieder geribbelt. Denn das wäre viel zu groß geworden. Also ja, ich hatte weniger Maschen für die 10 cm als hier in der Maschenprobe angegeben. Aber nichtsdestotrotz, auch mit dieser Angabe wäre es für das Alter, das sie hat, viel zu weit geworden. Sie wird ja jetzt 3 und ich habe es gestrickt nach der Größe 4 für 4 Jahre. Aber meines Erachtens wäre das so groß geworden wie für eine 8-Jährige oder vielleicht sogar 10-Jährige. Ja, ich war knapp, ich hatte die ersten zwei Lochmaschen
Mustereien schon gestrickt und es hatte dann eine Breite von 50 cm. Und dann hätte man aber nochmal insgesamt, glaube ich, fast 100 Maschen aufgenommen und es wäre unglaublich breit gewesen. Auch dieses Oberteil war schon so breit, dass es mir, nein, das ist übertrieben, aber für so ein zartes dreijähriges Mädchen einfach viel zu groß und ja, das weiß ich nicht, wann sie das tragen hätte können. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache was anderes, ist ja kein Problem, ich habe ja genug Wolle und genug Angaben und vor allem dieses Buch hat mir so angetan. Und ja, habe ich mir zuerst das andere ein bisschen angeschaut und bin dann hängen, auch bei einem Kleid hängen geblieben, nämlich dieses Sommerkleid Andrine heißt, das ja auch ganz süß ist. Mit diesem spitzen Oberteil und den Trägern, was man ja auch gut als normales Kleid tragen kann, nicht nur im Sommer, indem man einfach was drunter anzieht. Ja. Man sieht es hier von diesem süßen Mädchen. Und da hatte ich mir nicht extra dafür, aber weil eine andere Wolle nicht alleine reisen wollte, habe ich mir dann diese Wolle bestellt. Auch von Fischerwolle, die Luca. Die ist 70% Schurwolle und 30% Lyocell. Und Lyocell ist ja auch ein Material, das sehr umweltfreundlich hergestellt wird. Und ich weiß, dass das sehr weich ist und sich auch gut waschen lässt. Also habe ich mir gedacht, bestelle ich die. Und von der Lauflänge her, von der angegebenen Maschenprobe, hätte das gut dazu gepasst. Und es passt wirklich so halbwegs. Also ich habe wieder ein bisschen weniger Maschen, nämlich nur 19 statt 22. Deswegen überlege ich mir noch wegen der Größe, aber ich habe hier jetzt ohnehin nur angeschlagen für Größe 2. Und das ist jetzt so groß, auch so breit, aber das ist unten. Ja, man beginnt das unten, das ist der untere Rand. Das wird mit einem Kraus Bündchen gestrickt und dann mit glatten Maschen und oben kommt dann dieses kleine Lochmuster. Und da denke ich, komme ich hin auf eine Größe, die ihr jetzt oder zumindest bald passen wird. Meine Überlegung ist jetzt aber nur, ob sie das wirklich im Sommer tragen kann, weil das ist doch recht dick und mit viel Wolle. Und hier im Buch wird es gestrickt aus Sandnesgarn Merino, also 100% Merino-Wolle. Aber die leben in Norwegen und wir in Österreich, denke ich, haben schon wärmere Sommer. Andererseits ist es ja nicht wirklich ein Sommerkleid. Ja, also ich glaube, das werde ich schon weitermachen, denn das ist ja auch schnell gestrickt. Da stricke ich mit Nadel Nummer 4. Ich habe sie nur rausgezogen, weil ich das schon gewaschen habe. Und ich wollte mal probieren, ob das anders wird beim Waschen. Und ich habe das Gefühl, es wird noch ein bisschen weicher. Denn beim Stricken war es ein bisschen klobig, also so, dass man kein Sommerkleid darunter vorstellen hätte können. Nein, es ist auch kein Sommerkleid, was soll's. Es ist ein Alljahreszeitenkleid. Wird es zumindest hoffentlich. Und was ich noch probiert habe, beziehungsweise ich habe ja schon letztes Mal gesagt, dass ich auch gern diese Jacke für sie stricken möchte. Nur da komme ich wirklich nicht ganz hin. Mit der Maschenprobe und mit der angegebenen Größe. Für 2 Jahre, steht hier, hat man einen Brustumfang von 63 cm. Und unsere Kleine hat jetzt, glaube ich, 52. Also ich müsste wieder eine Größe stricken für 2 Jahre oder sogar noch kleiner. Denn auch da komme ich mit der Maschenprobe auf 24,5 cm anstatt auf 27 und ich zeig dir mal diese Maschenprobe. Das ist die Wolle, die ich euch auch schon gezeigt habe. Ich habe sie jetzt nur gewickelt. Das ist die Lana Grossa Slow Wool Lino, die auch umweltfreundlich, also wo die Schafe, steht zumindest drauf, ordnungsgemäß tiergerecht gehalten werden und geschoren werden. Und das ist mit 15% Leinen.
wo ich auch gedacht habe, das ist für den Sommer nicht so schlecht. Ich habe jetzt hier gestrickt mit Nadel Nummer 3 und das ergibt wirklich ein sehr feines, einen sehr feinen Stoff. Ich könnte eventuell, damit ich mit der Maschenprobe besser hinkomme, noch auf 2,75 runtergehen. Muss ich probieren, weiß ich noch nicht. Also wie gesagt, eine schöne Maschenprobe, nicht wahr? Sogar gewaschen. Nicht geblockt, sondern nur gerade trocknen lassen. Mal schauen. Es ist immer die Frage, welche Größe stricke ich da. Wenn sie jetzt 3 wird, stricke ich 18 Monate. Denn das ist Brustumfang 62. Und wenn ich ohnehin größer stricke, eigentlich als das steht, obwohl ich verstehe es nicht wirklich. Diese Wolle hat bei 50 Gramm eine Lauflänge von 200 Meter und da ist angegeben mit 175 Meter. Das heißt, die Wolle ist dünner, ich stricke mit der gleichen Nadelstärke, ich stricke nicht locker. Ich habe immer sehr fest gestrickt eigentlich und jetzt wäre ich ein bisschen lockerer, aber ich stricke wirklich nicht locker. Und bin mit der Maschen, also ich brauche weniger Maschen und ja, soll ich 12 Monate stricken für ein 3-jähriges Mädchen? Ja, Probleme über Probleme, aber nein, nicht wirklich. Gott sei Dank, keine echten Probleme. Im Gegenteil zu dem, was ich euch vorher erzählt habe. Ja. Was steht an? Die Sock Madness. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die momentan wieder auf das neue Muster wartet. Und ich schaue auch jede Stunde einmal rein und es kommt nichts. Aber ich zeige euch, was ich mir dafür bestellt habe. Kurzen Moment, weil ich nämlich das letzte Mal so viel drüber geblieben bin, über der angegebenen Maschenprobe wieder, also weniger Maschen gebraucht habe. Obwohl ich so fest gestrickt habe und mit kleinen Nadeln, mit 2er Nadeln, hat mir dann eine geschrieben, sie strickt immer mit ganz dünner Wolle oder sogar mit dreifädiger Wolle. Und auf das hinauf habe ich mir bei Fischerwolle auch die 2 Konen bestellt. Dreifädige Sockenwolle, einmal in Weiß, Naturweiß und einmal in Jeansblau. Da dachte ich mir, ich könnte sie auch noch einfärben. Auch da könnte man was drüber färben oder irgendwelche Sprenkeln. Habe ich noch nicht gemacht. Und ich hoffe ja sehr, dass jetzt bald einmal ein Colorwork oder Norweger Muster kommt, wo ich gerne die beiden verstricken möchte. Das Weiß mit dem Jeansblau, glaube ich, wird gut ausschauen und wird dann nicht so dick werden. Und wird dann nicht so groß werden, hoffentlich. Ja, und damit ich keine Versandkosten bezahlen muss, ich gebe es ehrlich zu, habe ich die auch noch dazu bestellt. Man kann ja, Wolle kann man immer brauchen, oder? Genau, und jetzt warte ich, was für ein Muster kommt und hoffe, dass ich die verstricken kann. Dass ich die gebrauchen kann. Ja, und ich glaube, jetzt bin ich fast am Ende, oder ich bin am Ende, ja. Jetzt habe ich nichts mehr zu erzählen. Es war ohnehin genug, glaube ich, und hoffentlich aber trotzdem nicht wieder so lang wie das letzte Mal. Und ich bedanke mich bei euch noch fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr mir schreibt. Und ja, wünsche euch eine schöne Zeit und hoffe, dass wir auch bald wieder Lockerungen haben, dass wir bald wieder in Restaurants gehen können oder ins Kino, ins Theater und so weiter und vor allem ins Freie, dass jetzt das Wetter bald besser wird. Ja, und wenn ich es nicht vergesse, dann habe ich euch ja meinen Kirschbaum gezeigt und vielleicht auch ein paar andere Fotos von der Umgebung, wie es hier bei mir aussieht. Dann Baba, bis bald!